Ich spiele jetzt hier Eterna, ein weiteres Wissenschaftsspiel. Also ein Spiel, was aus einem universitären Kontext heraus entstanden ist, in diesem Fall von der Stanford University und Carnegie Mellon. Und was einen tatsächlichen aktuellen Forschungsgegenstand als Hintergrund und eben auch als Lösungsaufgabe hat. Und in diesem Fall ist das RNA, das ist Ribonukleinsäure, was für die Wissenschaft relativ wichtig ist zu verstehen, weil man damit eben bestimmte Krankheiten dann eben auch besser verstehen und bekämpfen kann. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich spiele dieses Spiel ziemlich gerne. Und zwar geht es bei Ribonukleinsäure darum, dass sie verschiedene Formationen annehmen kann und dass man eben noch nicht ganz verstanden hat und noch nicht ganz ausrechnen kann, wie diese Formationen aussehen. Und da ist eben interessanterweise das menschliche Gehirn immer noch kreativer als irgendein Superrechner. Vor allen Dingen hier in diesem Fall 200.000 registrierte Spieler und Spielerinnen seit 2011. Also hier ist ein weiterer Forschungstraum in Erfüllung gegangen. Und das Tolle ist aber an diesem Spiel, dass man nicht einfach nur spielt und eben diese Formationen herausknobelt, sodass die Verbindungen stabil bleiben und so weiter, bla bla bla. Das se sehen wir ja gleich. Aber das Interessante ist, dass es jede Woche bestimmte Challenges gibt, die eben bestimmte Aufgaben haben, aktuelle Fragen und man kann dann eben hier Lösungsvorschläge einreichen, die dann nochmal bewertet werden von allen und die besten Vorschläge davon werden dann tatsächlich im Labor umgesetzt und geprüft, ob die eben auch stabil genug sind für die Realität. Also es ist tatsächlich wie so eine Art Labor-3D-Drucker, mit dem man diese Sequenzen dann umsetzt und das funktioniert mittlerweile relativ gut. Also am Anfang ging es noch gar nicht, weil das Spiel noch bestimmte Fehler in den Regeln hatte. Dann haben sich aber die Spieler und Spielerinnen so sehr ins Zeug gelegt und selber sich in die Daten eingelesen und so weiter, dass sie selber das Spiel so verbessert haben, dass es eben, wie gesagt, mittlerweile tatsächlich reale Biomasse, die funktioniert, produziert, was echt ziemlich creepy ist. Und genau, deshalb ist der Slogan auch Played by Humans, Scored by Nature. Das Tutorial ist super schnell durchgespielt, macht echt totalen Spaß. Ich gehe jetzt einfach mal auf eine aktuelle Challenge. Wo war ich denn? Ja. Sieht aus wie so Kornkreise. ich glaube, ich nehme das hier mal. Okay, hier sind nochmal bestimmte Herausforderungen, die ich noch beachten muss. Ich glaube aber, ich habe das schon gelöst. Ja, deshalb. Next, please. Das ist auch super schön. Genau, das ist frisch. Das ist eben so eine Formation, die ich jetzt noch gleich ausmalen werde. Wie malen mit Zahlen, so ein bisschen nur anders. Und hier gibt es nochmal so eine kleine Map von dem Ganzen. Und alles, was hier rot ist, funktioniert eben noch nicht. Da steht eben auch, dass man die noch falten muss und dass das Ergebnis noch nicht befriedigend ist. Genau, und die Sache ist die, im Tutorial lernt man echt relativ schnell, obwohl eigentlich der Hintergrund so komplex ist, dass es vier verschiedene Teilchen gibt, sozusagen, die alle auch ihre eigenen Namen haben. Und die haben unterschiedliche Bindungseigenschaften untereinander. Und zwar gibt es eben, es ist möglich, gelb und blau miteinander zu binden, blau und rot und grün. Deshalb sind die hier auch so angeordnet. Die Sache ist aber die, dass die Bindungsstärke unterschiedlich ist. Also das stärkste Paar, das sieht man auch hier an der Helligkeit dazwischen, ist eben
Grün und Rot. Das schwächste Paar ist Blau und Rot. Und das muss man dann wissen für so Ecken wie hier, damit es halt hier besonders gut zusammenhält. Und das war's auch schon. Also das hat man super schnell drinne. Man darf sich nicht so oft wiederholen. Das sieht man aber auch ganz schnell und man kann halt immer wieder testen. Weil es gibt nämlich zwei Modi. Es gibt den Nature-Modi und den Target-Mode und den Zielmodus. Und der Nature-Mode prüft im Prinzip die Stabilität. Das ist im Prinzip Check my Lösungsvorschlag auf Machbarkeit hin. Das ist sozusagen mein kleines Labor, in dem ich das dann umsetze. Und ich kann jetzt im Prinzip hier einfach eins von den vieren auswählen. Das ist wie so, tatsächlich wie so ein Farbkasten. Und ich weiß eben, dass das die stärkste Verbindung ist. Deshalb benutze ich das mal, um hier diese Enden schon mal gut zu befestigen. Ich habe mir schon so ein bisschen mein Schema angewöhnt. Jede Farbe hat noch mal ihren eigenen Ton. Könnte ich auch noch machen. Und dann kann man eben gleich mal in den Nature-Modus und gucken, boah, das funktioniert noch gar nicht. Warum? Weil ich diese ganzen Stränge hier noch nicht miteinander verbunden habe. Die Sache ist nämlich die, es geht eben darum, also um solche Kreise muss ich mich überhaupt nicht kümmern. Die bleiben, was sie sind. Aber es geht darum, die Verbindungen hier so festzumachen, dass die dann eben auch hier in diesem Modus halten. Und das kann ich jetzt machen, indem ich hier noch mehr Verbindungen mache. Ich könnte natürlich immer die stärkste nehmen, aber das fände ich ein bisschen langweilig. Und ich habe eben noch die Aufgabe, dass es vier oder mehr Verbindungen von diesen beiden geben soll, also von diesen schwachen. Und dadurch, dass hier schon so viele gelbe sind, mache ich es mir einfach und nehme einfach blau und wechsle das so ab. Und das müsste jetzt eigentlich schon, ja, das hält. Da. Das mache ich bei den anderen auch mal und dann gucke ich mir eben noch mal diese spezielle Aufgabe hier an. Ist ein bisschen Fleißarbeit, aber es geht total fix. Okay, testen. Yeah. Okay, dann mache ich jetzt hier noch. Ich kann es ja auch mal mit so einer mittelstarken Verbindung probieren und gucken, was da passiert. Und da sieht man eben, dass das reicht nicht aus. Deshalb nehme ich eine stärkere hier. Guck, was passiert. Obwohl ich hier keine starke habe, hält es trotzdem gut zusammen. Und jetzt muss ich eben noch vier von diesen ganz schwachen irgendwo mit untermogeln. Und das mache ich jetzt mal im Nature-Modus, weil ich dann sofort sehe, ob es irgendwie auseinanderfällt. Und dafür nehme ich mir einfach Rot und das ist schon mal hier nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, wie einfach, aber indem ich das einfach mal so reinstreue, müsste es eigentlich gehen. Ja. Yeah.